Hier, wir sind auf Deutsch. Das ist die deutsche Ausgabe der wisdomfactory.net. Ja, und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was im Moment, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Und zwar über die Männer oder den richtigen Mann. Oder wie nennst du das? Mein Gast hier ist Raimund Fismer und er hat gerade ein Buch geschrieben und da wollen wir uns drüber unterhalten. Ja, ein ganzer Mann. Ah, ganzer Mann. Ja, das ist besser als der richtige Mann. Manchmal ist der richtige Mann auch ganz gut, vor allen Dingen, wenn man den richtigen findet im Leben. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja, eine kurze Einführung zu dir. Ich habe dich kennengelernt schon vor vielen, vielen Jahren im Integralen Forum und habe dich schätzen gelernt da mit deinem Beitrag. Du bist ja unermüdlich dabei, die Fahne für Männer Entwicklung oder wie man das nennen sollte, zu schwingen und machst dann auch Workshops in der Richtung und jetzt dieses Buch. Und ich bin da ganz gespannt, was du mir darüber erzählen kannst. Wenn du erst noch ein bisschen was über deine Biografie sagen möchtest, wäre das auch schön, weil wahrscheinlich nicht jeder dich kennen wird. Obwohl die Leute im integralen Forum kommen ja um dich nicht herum, weil du ja da eine leitende Funktion hast. Aber ja, nicht alle werden das wissen. Genau, für das integrale Forum mache ich also die Geschäftsführung. Von daher alle Anmeldungen und alle Gelder gehen durch meine Hände. Aber ja, zu mir. Ich bin ganz ursprünglich, habe ich mal Physik studiert. Das heißt, ich komme von der Seite der materialistisch denkenden Naturwissenschaftler her, aber habe mich dann schon sehr früh auch im Studium dachte ich, das kann nicht alles sein. Vor allem mir fehlten irgendwie Vorbilder, auch unter denen, das sind ja zu 80% Männern bei den Physikern. Da war niemand, wo ich wirklich sagte, so will ich werden. Und habe mich dann damals in die Studentenpolitik gestürzt und in die Friedensbewegung und all sowas. Also immer mehr in diesen Raum von Gruppenleben, schließlich auch im Bereich von Gruppenselbsterfahrung, Therapie gestürzt, da auch eine Ausbildung gemacht. Und das beide blieb immer auch so als zwei Welten nebeneinander stehen. Also was ich auch immer noch, also eine naturwissenschaftliche Weltsicht finde ich für wichtig, die auch zu kennen. Und auf der anderen Seite natürlich, dass die Welt viel reichhaltiger ist, auch diese andere Seite, aber mit dem rein Ideellen konnte ich mich auch nie irgendwie identifizieren. Also da dachte ich auch, da fehlt was. Und das war der Moment vor mittlerweile, was sind denn jetzt, 17, 18 Jahren oder so, wie mir irgendwann das Integrale begegnete, begann Ken Wilber zu lesen und Jean Gebser und so und zum ersten Mal so eine Verbindung zwischen den beiden herstellte, dass man das zusammendenken kann und sich das, also gerade die Lösung also im Ganzen liegt und nicht im Entweder-Oder. Naja, und dann kommen wir vielleicht zum Thema Männer. Ja, wir haben ja auch schon mal einen Podcast, einen Audio-Podcast, glaube ich, gemacht mit dir, als Marc noch lebte, vor ein paar Jahren. Und da haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Und was mich interessiert, wie da die Entwicklung läuft, wo du jetzt stehst und wie das lief in deinem Leben, die Männerarbeit. Bin ich vielleicht auch relativ spät mit eingestiegen. Also lange Zeit auch so die Geschichte meiner Selbsterfahrung, Selbstentwicklung, auch in der therapeutischen Ausbildung. Hatte ich auch, ich denke, wie sehr viele Männer, die mir immer wieder begegnen, dieses Gefühl, ach, eigentlich kann man mit Frauen viel besser reden und mit Männern, wie soll denn das gehen? Also, und aber irgendwann wurde mir selber klar, dass vor allem nochmal am Punkt, als ich selber Vater wurde, obwohl das ist mittlerweile auch 29 Jahre her jetzt, aber dass ich überhaupt kein Bild hatte, wie geht das Vater sein? Und eben vor allem beim Mannsein mir eben auch diese völlig widersprüchlichen Bilder begegneten. Also soll ich jetzt eben, genau, wie es vielleicht eher dem Naturwissenschaftler entspricht, also auf leistungsorientiert sein, auf mich beherrschen und so weiter, tough sein.
oder die andere Seite halt von mich meine Gefühle entfalten und so weiter. Und beides gibt es ja als auch als Idealbilder, die einem begegnen. Und ich denke, klar, das geht nicht nur mir so, das ist wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, dass es kein eindeutiges Bild mehr gibt heute, so sieht der richtige Mann aus. Und vor allem, genau, ich bin da relativ, also in späteren Jahren drauf gestoßen. Ich denke, ganz viele Jungs haben damit zu kämpfen. Wo sollen sie nun eigentlich hin? Klar, dann arrangiert man sich damit. Gut, so habe ich mich irgendwann selber, also ich weiß noch, in einem Seminar, wo mir wirklich so die Frage kam, ich möchte herausfinden, was sind eigentlich Männer und was sind Frauen? Das beide gehört ja auch zusammen, hat was miteinander zu tun. Auch richtig so, dass den Gedanken hatte ich. Ich weiß es eigentlich nicht. Und da sind wir ja mit Frauen praktisch auf demselben Punkt, denn wir wissen ja eigentlich auch nicht, was Frau sein jetzt ist. Erst haben wir gedacht, Frau sein ist, und das ist vielleicht in dem traditionellen Weltbild sogar einfacher, Frau zu sein, weil da hast du deine festen Rollen und auch Mann zu sein. Und dann weißt du halt, du machst das und dann bist du auch glücklich mit deiner Familie, mit deinen Enkelkindern und putzt halt zu Hause und das ist alles fein. Und dann sind wir ja aufgebrochen in neue Ufer und wollten ja ein bisschen mehr in die Männerdomäne einbrechen. Und am Anfang haben wir das doch sehr stark gemacht, Männer zu imitieren. Dann haben wir festgestellt, ja, eigentlich ist es das auch nicht. Und aber zum wirklichen Frauenbild, wie Mann als Frau heute, Mann als Frau, ja, das klingt gut, heutzutage im 21. Jahrhundert sein könnte. Und eine ganze Frau zu sein, das wissen wir auch noch nicht. Entweder sind wir wieder Mädchens, ja und haha, und das Opfer und wir müssen geschützt werden vor irgendwelchen bösen Männern, ja. Oder wir sind so power-driven, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Und das ist ja auch nicht das, ja. Also wir haben sicherlich erstmal das Unbehagen geschaffen, weil wir aus der Rolle ausgestiegen sind, während die Männer doch ganz gern da geblieben wären, scheint mir. Aber wir wissen ja auch nicht, wo wir sind. Insofern finde ich das jetzt ganz spannend, wenn man das vielleicht über, was ist der ganze Mann oder der richtige Mann, wenn man das auch dann als Frau aufdröseln könnte von der Seite. So. Klar, also da bin ich auch überzeugt, dass das Gleiche, die Thematik gilt absolut genauso für die Weiblichkeit, weil das beide ja eben auch einfach zwei Pole sind, die es ja sogar in uns gibt. Nur gut, da fühle ich mich überfordert, also über die ganze Frau zu schreiben oder zu reden. Das sollen die Frauen machen. Aber wo du sagtest, genau, der erste Schritt damals, wo die Frauen dann auch teilweise versuchten, eher die Männer zu imitieren, das gab es dann ja in Reaktion von den Männern auch. Gehörte ich auch zu, habe dann irgendwann begeistert, also auch angefangen, meinen eigenen Pullover zu stricken und solche Sachen. Ich glaube, gut, das Modell ist heute nicht mehr so in Umlauf, der Softie so, aber gab es durchaus. Nur wo dann auch wir und ja auch die Frauen recht bald feststellten, so richtig sexy ist der Typ auch nicht. Also das kann nicht die Lösung sein. Ja. Ja. Wobei ich eben, um sozusagen zu mehr Verständnis zu kommen, also ich bin auch überzeugt, es gibt ja so dann auch immer wieder die Meinung, die sagt, wir müssen einfach das alles völlig hinter uns lassen, weil das alles die Geschichte, die Festlegung in diese Rollen schafft so viel Leid und Verwirrung und wir müssen sozusagen Reset drücken und völlig neu erfinden und einfach Menschen sein. Ne? Und da bin ich eigentlich recht tief überzeugt, dass das ein Kurzschluss ist, weil wir haben eben unsere Geschichte in uns und können nicht so tun, als ob es die nicht gäbe. Ja, generell, nicht nur was Mann und Frau betrifft, aber generell, ja. Das bin ich absolut der Überzeugung, weil wenn man versucht, es wegzuschmeißen, wir haben es in uns. Das ist in unserem kollektiven Entstehungsprozess, der in uns irgendwie kodifiziert ist. Wir können, selbst wenn wir es mit dem Kopf denken, wir könnten es wegkriegen, aber wir können es nicht. Also
Insofern ja. Ja. Ich als ein Feld, so praktische Beispiele. Ich habe in den letzten Jahren mit meiner Frau zusammen viele Seminare und Beratungen für Singles gemacht. Und klar, da kommen im Wesentlichen dann halt die Singles zu 3/4 Frauen dann auch, die so, ja, ich sag mal, auch ein Wertesystem haben von gleichberechtigt auf Augenhöhe einen Partner zu finden, in Kommunikation zu gehen, sich auszutauschen, Seelenverwandtschaft zu finden und so. Was ja für mich auch absolut richtig ist, aber realistisch betrachtet eine Minderheit in unserem Lande ist und auf dem Planeten sowieso schon. Aber auch bei denen merkt man da noch, dass ganz stark die alten Muster natürlich auch immer noch eine Rolle spielen, ne? Wenn man dann guckt, also jetzt als Frage an die Frauen beispielsweise, ist es denn vorstellbar, einen Partner zu finden, der einen Kopf kleiner ist als du? Schon seltsam. Ist es denn möglich, dass du mehr verdienst als dein Partner, dein Mann? Seltsam. Was ist das für ein Typ dann? Ne? Das heißt, da sind auch alte Bilder noch drin. Genauso wie bei Männern natürlich auch immer noch das, ich denke, auch zum guten Teil instinktiv angelegte Bild, also die Suche nach der sexy geformten Frau, eine ganz starke Rolle spielt bei der Partnerwahl. Das haben wir einfach als genetische Programmierung mit in uns, kulturell überformt. Aber wir können es nicht ignorieren. Ja, genau. Und ich denke, dass diese Kräfte sind eben sehr, sehr, sehr viel stärker, als wir das gerne hätten. Und ich weiß nicht, wie es du denkst, aber für mich ist es wichtig, dass man sich dieser Konditionierungen bewusst wird. Und dann kann man sie immer noch dem folgen, ja, aber nicht so super blind. Und für mich ist das der Entwicklungsprozess. Aber sprechen wir mal über deine Ideen in dem Buch. Ja, das ist also der Prozess zieht sich mittlerweile auch über 10 Jahre hin, dass ich damit so beschäftigt bin. Der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich mich auch beschäftigte, damals recht stark in Tantra, männliche Sexualität eingestiegen und da auch so einen Eindruck hatte, gut, da gibt es ja irgendwie eine Entwicklung auch drin. Und ich versuchte, das irgendwie zu verstehen, aufzubereiten und dabei mir dann irgendwann, das war auch in der Zeit, als ich mit der Auseinandersetzung mit dem Integralen, auch mit den Schriften von Wilber und so noch relativ am Anfang stand, aber irgendwann dachte ich mal so richtig, genau, das ist es. Auch da findet genau so eine Stufenentwicklung statt. Und dann eben nicht nur in die Sexualität, sondern überhaupt in der Geschlechtsidentität als Mann. Ja, und seitdem habe ich das für mich selber erstmal als Forschungsprojekt einfach verfolgt, ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, dann habe ich auch schon relativ früh, gab es einen Artikel in den integralen Perspektiven dazu, wo ich versucht habe, das so aufzudröseln, einzelne Workshops zu gemacht und irgendwann verdichtete sich das immer mehr, Mensch, das gibt genug Stoff und ich habe auch Lust, das so darzustellen, tatsächlich in einen Zusammenhang, einen Fluss zu bringen, also ein Buch davon zu machen. Das heißt, das ist der Hauptinhalt von diesem Buch, eigentlich auch darzustellen, wenn man halt vor dieser offensichtlichen Situation steht, es gibt nicht nur eine Männlichkeit, sondern mehrere, die nebeneinander stehen, dass die nicht aber einfach ungeordnet in der Gegend rumliegen, sondern dass es da eine Stufenentwicklung drin gibt. Und du sprichst von der Stufenentwicklung im Individuum, aber du sprichst auch davon, dass es verschiedene Männer in verschiedene, verschiedene Arten des in der Welt sein von Männern gibt. Und die, ja. Richtig, das ist also so ein Parallelprozess, also den es in der individuellen Entwicklung gibt, sozusagen vom Kleinkind oder wenn man will, beginnt das ja vor der Geburt. Bis eben eigentlich das ganze Leben lang, hoffentlich entwickelt man sich noch weiter. Dass das aber parallel geht mit der Entwicklung, wie wir sie historisch gemacht haben als Kulturfolge, also beginnend von tatsächlich frühen menschlichen Kulturen auf Steinzeit-Kulturniveau bis eben zum heutigen, wo wir sind, postmodern und darüber hinausgehend, ins Integrale hinein und eben auch in unserer ja sehr komplex geformten Gesellschaft finden sich ganz viele dieser Stufen auch nebeneinander stehend als
Idealmodelle, wie denn Männlichkeit auszusehen hat, wie Partnerschaft auszusehen hat und ja weitergehend überhaupt, wie Persönlichkeit und Gesellschaftsstruktur auszusehen hat. Und die stehen nebeneinander und rangeln natürlich auch miteinander. Ja, so, wenn jetzt jemand, ein junger Mann, der nicht so recht weiß, was Männlichkeit ist, zu deinem Buch greift, was kann er da erwarten? Erstmal die Darstellung, dass diese unterschiedlichen und ja sehr widersprüchlichen Bilder und Anforderungen, also dass das nicht nur sein Problem ist, ich finde da nicht durch, was ich nun werden soll, sondern die gibt es tatsächlich nebeneinander stehend und wahrscheinlich hat er die auch, gut, sie begegnen ihm von kleinem Kind auf. Da hat er einerseits die He-Man-Figuren und sonst was und die Supermans, mit denen er kämpft. Auf der anderen Seite die Erzieherin im Kindergarten, die sagt, kommt, jetzt macht schön Stuhlkreis und redet miteinander, statt euch zu streiten. So diese widersprechenden Anforderungen kennt er ja von klein auf. Aber durchläuft das auch mählich selber Schritt für Schritt so in seiner Entwicklung. Dann vom Kind zum Jugendlichen im Erwachsenwerden, dass die Sachen verschieden in den Vordergrund treten. Und meine Einladung ist, ja, wie du es eben vorhin auch schon sagtest, die Sachen nicht beiseite zu schieben, sondern anzugucken, das ist ein Bestandteil von mir. Und beispielsweise, wenn ich als Mann dann auch eine Freude dran habe, mir Wettkämpfe anzuschauen oder mir irgendwie Fantasy-Kriegsfilme anzuschauen oder so, dann muss ich das nicht verurteilen, sondern es ist eine Seite, die einfach da ist, die etwas anspricht. Ich muss es jetzt ja nicht ausleben und mir eine Knarre anschaffen und rausgehen. Zu begreifen, diese Anteile gibt es in mir und sie haben auch alle irgendwo ihr Positives, ihren Wert. Also gerade so mit dem Kämpfertyp, das heißt ja nicht, dass ich jetzt rausgehen und um mich hauen muss, aber es kann eine Qualität haben, in der Arbeitswelt beispielsweise oder auch in der Beziehung, wenn irgendwann über meine Grenzen getreten wird, dann auch klar sagen zu können, also nicht wegzukriechen und zu sagen, ja, sondern zu sagen, stopp, jetzt reicht's aber, sozusagen das Schwert auszupacken in dem Moment. Genau. Und das heißt, wenn also jemand so fußballbegeistert ist oder wettkampfbegeistert ist und die Freundin oder Frau findet das also super doof, wenn er dann die ganze Zeit das tut, was würdest du da sagen? Wie kann er damit umgehen und wie kann er das handeln? Ich finde, es ein sehr gutes Beispiel, was du da bringst, denn das ist oft in Beziehungen, dass die Frauen sehr unzufrieden sind mit ihren Männern, die dann vor der Klotze hocken oder ständig auf dem Fußballfeld rumhängen und so, statt mit ihnen zu kuscheln oder sowas. Also das war jetzt ein bisschen gemein, aber du weißt, was ich meine. Ja, na klar, ich meine, solange sich das nicht völlig beschränkt darauf, aber denke ich schon, dass sie dazu stehen sollten, diese Seite auch auszuleben. Also ich zum Beispiel habe das eben lange Jahre viel zu wenig getan, so tue ich vielleicht auch immer noch, hat ja seine Stärken und Schwächen. Genauso könnte er ihr ja vorwerfen, weshalb sie dann denn irgendwie Soap-Operas im Fernsehen sieht oder Zeitschriften liest über jetzt, was weiß ich, die neuesten Stars und sonst was. Das sind eben einfach die Polaritäten, die wir haben. Und das wird ja auch sich gegenseitig vorgeworfen. Und jetzt ist die Frage, sprichst du auch davon, wie man einen besseren Weg finden kann, außer Vorwürfe und Konfrontation, um diese Unterschiede, die ja doch da sind, in den Vorlieben, würde ich mal sagen, kann man die ausgleichen auf einer guten Art und Weise? Ich habe das Buch nicht gelesen, insofern bin ich einfach nur neugierig, ob du darüber sprichst. Gut, zum Ausgleichen kann man natürlich kommen, indem ich denn selber auch immer mehr merke, ja, das ist halt auch nur ein Teil von mir und wegen Fußball ist nicht die ganze Welt, sondern auch Beziehung pflegen, Freundschaften und sonst was hat auch seine Bedeutung. Und in mir halt auch die andere Seite zu entdecken oder, was weiß ich, schön den Tisch zu decken, das Zimmer mit Blumen zu schmücken oder diese Seiten, dass ich daran auch eine Freude haben kann. Also auch die in mir zu entdecken.
Und ja, vielleicht ist es das, also das einerseits so eine Relativierung, sich nicht völlig zu identifizieren mit diesem einen Bild, sondern zu sehen, okay, ich spiele jetzt diese Rolle, gehe jetzt auf Fußball, danach bin ich aber wie ein anderer. Also in sich selber umschalten zu können. Und dann auch diese Teile selber, die man vielleicht in sich nicht so mag oder annehmen kann, trotzdem wertzuschätzen, dass die sozusagen zu einem Ganzen dazugehören. Also das ist so ein Erlebnis, was ich vor einigen Jahren hatte, als ich mich damit beschäftigt habe. Es ist ja auch so mit diesen verschiedenen Bildern von Männlichkeit. Klar, ich selber finde ja erstmal auch so einen reflektierten, durchdachten, feinfühligen Mann, wie ich selber hoffe zu sein, eigentlich das Vernünftigste. Ne? Und so diesen grob schlechtigen, mir lange Zeit, klar, finde ich teilweise auch immer noch nervig. Ne? Aber da hatte ich so ein Erlebnis, ich fuhr in der Straßenbahn und da saß ein paar Plätze vor mir, sah ich noch von hinten so Spiegelglatze, Specknacken, der aus einer schwarzen Lederkutte rausguckte. Ne? Und wo ich erstmal so dachte, also als spontane Reaktion kommt da meistens, oh, was ist das für einer, will ich nicht. Ne? Und da in dem Moment kam mir aber richtig so ein Gefühl, oh, das ist aber ein schönes Exemplar seiner Gattung. Okay. Yeah. Also auch eine Art von Achtung. Ja, auch die Typen gibt es. Und zum ganzen Spektrum, wer weiß, für was das gut sein mag, dass es auch ihn gibt und er das auslebt. Das finde ich jetzt ganz toll, was du sagst, die Achtung und die auch Wertschätzung von Anderssein. Ich denke, das ist ganz stark, was wir üben müssen und lernen müssen, statt zu denken, oh, was ich denke. Ich denke ja auch, ne, was ich denke und tue, ist das Richtige. Ja, jeder tut das irgendwo. Und dass man dann lernen kann, das, was der andere denkt und fühlt und wie er die Welt sieht, hat auch seine Berechtigung. Und es ist nicht nur wir, ja, wir sind nicht die Superschlauen. Ja, maybe, ja. Vielleicht wissen wir in bestimmten Bereichen ein bisschen mehr oder haben ein bisschen mehr Erfahrung, aber das heißt nicht unbedingt, dass die anderen deswegen drauf herunterzusehen sind. Und das ist, glaube ich, doch sehr eine gesellschaftliche Haltung gewesen. Jedenfalls, ich bin damit aufgewachsen, dass man auf andere heruntersieht. Und ich denke, wie wir jetzt in der Welt auch sehen können, sich gegenseitig auch in der Politik runtermachen, das ist genau so ein Ausdruck. Ne? Und das tun wir ja praktisch eben auch schon im privaten Leben. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn man im privaten Leben was nicht hinkriegt, wie kann man erwarten, dass man das auf der Weltbühne schafft? So. Ja. Wobei klar, das ist diese spannende Polarität, Widerspruch, Paradoxon vielleicht. Einerseits zu sagen, also alles zu akzeptieren, ja, die Menschen sind so. Und trotzdem andererseits zu sagen, sie können auch nicht alles machen. Ja? Also wenn jetzt genau die Glatze tatsächlich hingeht und irgendwie Leute verkloppt oder so, dann ist das halt nicht gut. Dann muss man da gegen einschreiten und ein Gesetzesapparat und eine Polizei gegen einsetzen, dann hat das seine Richtigkeit. Und auch daran zu arbeiten, tatsächlich Menschen zu fördern, also einfach sozusagen zu locken, möchtet ihr euch nicht weiterentwickeln. Ja, mir ist gerade so eine Idee gekommen, in einer Situation, wo zum Beispiel ein Überfall oder was ist und du hast Angst, dann ist es vielleicht gut, wenn einer mit der Glatze auf deiner Seite steht und den anderen in die Fresse haut sozusagen. Ne? Also es ist nicht nur alles schlecht und nicht nur alles gut, sondern es hat beide Seiten. Und ich denke, die Erinnerung daran, es ist gut, dass du das immer wieder bringst. Ich habe direkt im Bereich von Gender so ein aktuelles Beispiel, was mir letzte Woche in der Presse begegnet war, aus Italien. Ne? Da gab es jedenfalls in der deutschen Presse wieder gespiegelt so eine heftige Diskussion. RAI hatte wohl irgendwie das Projekt, einen Männersender und einen Frauensender aufzumachen. Mhm. Im einen irgendwie Actionfilme und Sport und so weiter laufen und im anderen eben genau dann irgendwie die Familienserien und so weiter. Großer Aufschrei, das wäre doch völlig rückwärtsgewandt und von gestern und könne man doch nicht machen und so weiter, wo würden die denn leben?
Ich dachte nur, gut, ob es eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Aber man muss nur mal irgendwie in jeden Zeitschriftenständer gucken. Also das ist ja absolute Realität, dass es da die Männerzeitschriften und die Frauenzeitschriften gibt. Also das finde ich keinen Grund, sich aufzuregen. Überhaupt nicht. Und in Italien, entwicklungstechnisch, wenn wir von den Memes sprechen, ja, sind wir ja rot bis blau. Und orange im Norden mehr ist natürlich da. Und grün ist ja durchaus eine Minderheit, also die Postmodernen. Das sind wahrscheinlich die, die sich hier auch aufregen würden. Aber die Realität ist, dass ich habe in den 30 Jahren, die ich hier lebe, die Entwicklung von Purple nach Rot erlebt. Ja? Und das ist, also hier in der ländlichen Gegend. Ja. Und mit den Purple-Leuten kommst du wirklich gut aus. Die sind lieb und nett. Und dann die Roten, das ist mehr so diese Mafia-Mentalität, nicht? Die versuchen zu kriegen. Und das fängt jetzt hier auch an. Und gleichzeitig versucht dann der Staat, denke ich mal, ja, wird wohl der Staat sein, Regeln einzuführen, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung und Überwachungsmaschinen. Aber das funktioniert dann auch nicht so richtig. Das ist mal ein Impuls. Und dann, wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Und dann sind es auch so absurde Regelungen, dass du 10 fahren sollst oder 20. Ja. Also es ist alles irgendwie total noch in einer, wie sagt man da, niedrigen Meme sich ausbalancieren. Und ich denke, dass die Rollenverteilung noch ganz stark ist und dass Frauen noch ganz stark die Identität haben, dass sie für die Familie sorgen müssen, aus Purple oder dann aus Blau heraus, das ist beides. Mhm. Die dann nach draußen gehen, sind dann eher in der roten Ebene. Und insofern finde ich das absolut normal, wenn Männer Männersachen tun und Frauen Frauersachen. Hier. Ne? Und bei den kleinen Jungs, die dann 2 Jahre alt sind, dann siehst du schon, wie sie sich so benehmen, wie sie von ihrem Vater gelernt haben, so diese Macho-Dings. Ja? Also das ist generell so. Und dass das aus dem Land heraus die Forderung nach verschiedenen Fernsehen kommt, ist mir völlig verständlich. Also. Und die Grüne, die dann dagegen stimmen könnten, die sind einfach nicht genug. Und das ist einfach auch nicht das Center of Gravity, ja, das ist in der Gesellschaft. Das ist nicht, wir sind nicht so weit. Wir sind viel weiter zurück als in Deutschland. Und wenn sich Deutschland drüber aufregt, ich meine, Leute in Deutschland, die ein paar Stufen weitergegangen sind, dann wundert mich das auch nicht. Naja. Nee, klar, es wundert auch mich, aber das macht eben auch sozusagen dieses postmodern grüne Denken auch nicht mehrheitsfähig in vielen. Ne? Was leider dann also natürlich berechtigte Themen anspricht, aber man kann das nicht verordnen. Ah, das ist das Problem. Genau, und so gesehen eben dann auch mit der Männlichkeit oder überhaupt Geschlechtsidentität, denke ich eben auch, da muss man einfach. Also mir geht es darum, Verständnis zu wecken für das Dasein und auch die Daseinsberechtigung dieser verschiedenen Stufen in der Welt draußen, aber auch in uns selber. Und dass es dann eben auch wichtig sein kann, gerade auch Seiten, die ich vielleicht nicht so ausgelebt habe, die ich in mir selber wegdrücke, auch nochmal ein bisschen zu nähren, um tatsächlich dann zu einer ganzen Persönlichkeit, zu einem ganzen Mann zu werden. Für mich war das eben so klar. Ich bin dann relativ früh, also war eben erstmal, wie gesagt, eher der Naturwissenschaftler, das heißt so der, genau, auch wenig körperorientiert, sondern eben im Kopf sitzend und von da aus dann eben kräftig in die Friedensbewegung, ins Postmoderne, ins Miteinander und so weiter. Aber so, dass ich eigentlich nie eine Phase, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, nie eine Phase hatte, in der dieses kraftvolle, kämpferische und so weiter recht da sein konnte. Ich hatte es sehr wohl in der frühen Jugend, so mit, weiß nicht, 12 bis 16 oder sowas, aber weniger im selber machen als im mich begeistern dafür. Also Kriegsromane lesen, Science-Fiction-Dinger und so weiter, aber weniger im selber ausagieren. Was ich übrigens nebenbei gesehen auch noch dann
wichtige Sache finde, da habe ich mich zum Beispiel völlig begeistert für. Und das heißt aber nicht, dass man dann Militarist wird, sondern man kann das gut wieder hinter sich lassen. Also als Botschaft, auch wenn man beim eigenen Sohn sieht, Mensch, der beschäftigt sich da irgendwie mit Ballerspielen und begeistert sich fürs Militär, das muss keine Katastrophe sein. Ne? Das ja, kann das ist ja eine Phase. Ja, genau, vielleicht auch eine wichtige Phase, ne? Wie du das beschreibst. Und dann halt als Eltern wahrscheinlich aufpassen, dass sie da nicht wirklich eine Knarre haben und sie dann ausprobieren. Ja klar, natürlich diese Grenze wahren, ne? Genau. Aber ebenso, ich denke fast, das ist sogar gesünder in der Entwicklung, wenn man das tatsächlich ein Stückchen weit ausleben darf, als wenn es dann nur gedeckelt wird und im Hinterkopf aber bleibt, als Wunsch. Genau. Da kann ich auch was dazu steuern. Mein Bruder war ganz begeistert mit Krieg und allem drum und dran. Und dann musste er zur Bundeswehr. Und anschließend hat er nie wieder irgendeine Begeisterung geäußert. Also auch in diesem Falle kann vielleicht Kriegsdienst, ja, Bundeswehr, gut sein, dass du mit der Realität in etwas in Kontakt kommst und dann merkst, dass die Fantasien, die du so hattest als junger Mann, vielleicht doch nicht so zu verfolgen sind. Ja, ja, aber ich habe das dann, als mir das so bewusst wurde, das war auch um diese Zeit, als ich begann, mich da mit dem Thema verstärkt auseinanderzusetzen, habe ich dann eben gesagt, gut, wie kann ich mich dem aktiv ein Stückchen weit zuwenden, also dass ich das in meinem Leben so wenig eine Rolle spielt und schon auch ich relativ schlecht auseinandersetzungsfähig war, jetzt auch in Beziehung, also nicht nur in Partnerbeziehung, auch in anderen, ne? Tatsächlich in die Offensive zu gehen, fiel mir sehr schwer. Und habe dann einerseits, klar, eben auch tatsächlich, dann kann es hilfreich sein, dann der Freude auch mal nachzugehen, was zieht er vielleicht an Filmen, an Büchern oder so an, ne? Und das dann auch nicht sich zu verbieten, sondern durchaus zu tun. Und für mich war es zum Beispiel, dass ich ein paar Jahre lang dann Taekwondo gemacht habe, ne? Tatsächlich mal hinzugehen und auszuprobieren, wie ist das, wenn man dann wirklich in Full Contact geht, ja, und sich ausschwitzt und so weiter. Und ich habe es dann auch wieder bleiben lassen, aber es war gut sozusagen ich habe da so ein inneres Bild, ich habe sozusagen den Hund an der Leine und ich kann ihn aber auch loslassen bei Bedarf. Wenn es denn nötig ist, dann wirklich zu sagen, jetzt ist aber dran, genau, Fassbello, ne? Ja, das ist so wichtig, dass man, wie Jordan Peterson sagt, gefährlich sein kann. Aber wenn man es nicht braucht, sich entscheiden kann, es nicht zu sein. Aber dass man sich verteidigen kann, dass man im Zweifelsfall für das kämpfen kann, was richtig ist, ne? Was für einen richtig ist. Ja, und da haben wir Frauen also doch auch noch ein bisschen ein Problem mit. Also ich habe gesehen, als ich anfing, Aikido zu machen, dass im Allgemeinen die Frauen mehr zögern, weil wenn du denn einen Schlag machen musst, ja, dann ist kurz bevor du denkst, du bist jetzt am Kopf des anderen, da ist immer so ein Zögerungsmoment, vielleicht bei den mehr Fortgeschrittenen dann weniger, aber bei Männern habe ich das nicht gesehen, ja, das ist also auch da ein Geschlechterunterschied im Ausdruck dieser Kraft, ja. Ich finde noch ein sehr schönes Beispiel damit, was mir gerade in den Sinn kommt, auch wo es Männer und Frauen angibt. Ein Freund von mir macht immer mal wieder ein Seminarangebot für Erzieherinnen, was ja auch zu 90% Frauen sind, unter dem Thema, warum Jungs immer Schwerter bauen müssen. Weil die meisten Erzieherinnen, klar, schütteln da nur den Kopf drüber, Schwerter oder knarren, mit denen so rumballern und so und versuchen denen das zu verbieten und abzugewöhnen und so weiter. Ne? Was er ganz einfach macht, ist, dass er mit denen in diesem Kurs selber ein Schwert baut, schön aus Holz, zurechtgeschliffen, poliert, angemalt und so. Und wenn sie dann selber dastehen mit einem kraftvollen Schwert in der Hand, ist überhaupt keine Diskussion mehr nötig. Weil es geht eben nicht um das Zerstören und Kaputtmachen damit, sondern um dieses Gefühl der Macht, dass das Schwert ja archetypisch ausstrahlt und verkörpert. Genau.
Und das tatsächlich zu erfahren und zu leben, ohne dass man dabei anderen wehtut und was kaputt macht und so. Das ist ja genial. Geniale Erfahrung. Ja, kommen wir zurück zu deinem Buch. Welche anderen Highlights gibt es da? Ja, also ich gehe im Hauptteil des Buches, der, glaube ich, knapp die Hälfte ausmacht, so tatsächlich diese Entwicklungsstufen durch der Reihe nach. Und zwar bezogen sowohl auf die also gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, als eben auch auf die individuelle. Wobei das beginnt mit der Biologie, also auch das ist mir durchaus wichtig. Es ist nicht so, dass alles nur Kultur ist. Wir bringen durchaus auch einen Teil an biologischer Prägung mit. Wobei natürlich das Spannende ist, das auszuloten, wo liegt da die Grenze? Und da ist die Forschung, gerade die Neurobiologie, ja immer noch sehr am Ringen drum, wo es immer wieder die Extreme gibt. Aber auch das finde ich wichtig anzuschauen. Und ich habe mich bemüht, das möglichst bilderreich und also mit vielen Beispielen darzustellen, um das tatsächlich, gerade wenn man in die Geschichte geht, die Kulturgeschichte, kann man das ja wunderbar machen. Also Geschichten erzählen, Gedichte, Lieder, früheren Mythologien und sonst was, wo ich also viel rumgesucht habe, um greifbare Beispiele zu finden, damit das, weil eigentlich irgendwie haben wir das Wissen darüber ja alle in uns selber, wir müssen es nur anregen und quasi ein bisschen in Ordnung bringen und sagen, ah ja, das kommt daher, ah ja, das kenne ich daher. Und ja, das ist also der Hauptteil, wo es erstmal darum geht, dieses Modell, passt nicht ganz, es ist ein Verständnissystem der Realität, überhaupt erstmal zu begreifen und damit ein bisschen zu spielen auf all diesen Ebenen, von meiner eigenen Entwicklung, von der gesellschaftlichen, wo finde ich es heute in der Gesellschaft wieder auch, in verschiedenen Phänomenen. Und dann, also daraus ergibt sich schon vieles von diesem, was wir auch sagten, wozu ist das eigentlich gut, nämlich diese Akzeptanzgewinn nach außen hin, aber auch in mir selber, ein Nachnähren von Sachen. Also das schaue ich dann auch nochmal ein Stückchen weit an, wie kann man das tun, in welchen Formen. Und ja, was folgt daraus? Das hat Konsequenzen, vor allem etwa in der jungen Arbeit, denke ich. Wenn man sich das eben klar macht, diese verschiedenen Formen von Männlichkeit, mit denen die da konfrontiert sind und wie ich es gerade mit dem Erzieherinnenbeispiel hatte, also das dann auch zu wertzuschätzen und nicht zu versuchen, die frühzeitig woanders hin zu verbiegen, sondern in einem geschützten Rahmen, dass sie das auch durchaus ausleben können. Das ist, denke ich, so ein Bereich auch von Anwendung, der durchaus noch weiter zu entwickeln ist, da ich nun auch kein Pädagoge bin, ne? Mhm. Wäre das auszufüllen. Genauso natürlich in Bereichen jetzt von Genderpolitik überhaupt, sonst wie, was folgt daraus. Und speziell vorgenommen habe ich mir dann nochmal so zwei Bereiche, also weil ich ja selber nun länger auch in der Männerentwicklungs- Selbsterfahrungsarbeit bin, da auch Angebote mache. Und zwei Sachen, die ich da sehr dominant finde, das ist einerseits die Initiationsarbeit und andererseits die Arbeit mit den Archetypen, insbesondere den vier Archetypen der Männlichkeitsentwicklung von Moore und Gillette, also den König, den Liebhaber, den Krieger und den Magier. Das sind Dinger, die bis heute immer noch allgegenwärtig sind in dieser Szene. Und da merkte ich so außer integralen Perspektive, dass ich, also ich kenne selber die Macht davon, auch von Initiationsritualen. Und gleichzeitig hatte ich so ein wachsendes Unwohlsein damit, dass da irgendwas so auch nicht ganz dran stimmt. Also viel auch dieser Männerarbeit ja immer so in der Gefahr ist, rückwärtsgewandt zu sein. Quasi wir werden wieder zum alten Krieger, zum Indianer, zum Schamanen, sonst wie, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Aber das hat ja so die Gefahr, quasi die Weiterentwicklung darin zu negieren und zu sagen, ein Rollback. Damit wird dann auch die Fortschritte, die ein Feminismus auch in die Welt gebracht hat und so, negiert. Und die Strömung gibt ja durchaus in der Männerbewegung, die das alles zurückspulen wollen. Ja. Ja, und wie tust du das? Also, welchen Leitlinien gibst du, dass es nicht rückwärts geht, sondern vorwärts? Ja, ich denke also gerade bei den beiden Themen der Initiation, dann bin ich immer mehr dazu gekommen. Ich glaube, dass dem liegt so ein, also wenn man es historisch anschaut, soweit das möglich ist, das geht ja sehr in Frühgeschichte zurück und wo ganz viel Spekulation stattfindet, aber dann Initiation, wie davon so gesprochen wird, gibt es, ist eigentlich ein sehr magisches Ding. Und das ist da möglich, weil es also auch klar ist, es gibt nur eine Bewusstseinsstufe, nämlich die magische. Und da lässt sich relativ leicht vollziehen, ein Kind, einen Jungen, also vom Kind zum Mann zu machen, weil es ein klares Bild gibt, hier geht's lang, sozusagen die Gebrauchsanweisung. Wenn wir aber heute eben weiterentwickelt sind, dann gibt es eben nicht eine Initiation, sondern man müsste ja vom Kind ins Magische, ins Mythologische, ins Traditionelle, ins Moderne, ins Postmoderne immer weiterentwickeln. Also es ist quasi eine lebenslange Begleitung des Wachstums und der Entwicklung, die es braucht. Und nicht so diesen einmaligen Schritt. So gut ich den Wunsch danach verstehen kann, es gibt ja so diese Seminare, so ein Wochenende Initiation und dann bist du ein geprüfter, initiierter Mann und bist reif. Der Wunsch danach ist klar, aber so einfach ist die Welt nicht. Danke, das ist ein neuer Gedanke, den hatte ich noch nicht. Das ist gut. Und dann praktisch viele kleine Initiationen. Also ich meine, wir haben ja sowas Ähnliches kirchlich, nicht? Taufe, Konfirmation und solche Sachen. Und dann Schule, höhere Schule. Ich weiß nicht, wie es im Moment gerade ist, ob das jetzt alles gleich ist, so, aber doch zumindest Universität. Solche Sachen könnten Initiationsmomente sein. Dann Abschluss von Uni, ne? Wenn du dann dein Doktor oder was hast, dann bist du dann endlich der völlig orange. Genau, der Doktor dann mit diesen schwarzen quadratischen Hüten, so, das ist ja schon genau so eine Form. Also dem dann auch Rituale zu geben, die dann aber nicht mehr magisch-schamanisch sind, weil sie können es nicht sein. Mm-mm. Und das ist für viele von uns noch so ein Widerspruch, denke ich. Also ein Ritual zu schaffen, was aber durchaus eine moderne Form hat oder sogar eine postmoderne. Mm-hmm. Und ähnlich sehe ich das also in der Entwicklung, was diese Archetypen angeht. Ich bin nach wie vor überzeugt, also Carl Gustav Jung hat mit der Archetypenlehre eine geniale Entdeckung gemacht. Und die sind Realität in unserer Psyche drin, sie leben da. Mhm. Nur wird auch da leider meistens der Fehler gemacht, die Archetypen, ein Archetypus ist ja eigentlich eine reine Form, die dann erst bestimmte Inhalte findet. Wie meinetwegen der Archetypus des Königs, da geht es einfach darum, um dieses Führung, Leitung, Herrschaft, Ausrichtung. Und genau, wir benennen den als König und haben damit sofort im Kopf dieses Bild des älteren Manns mit dem Rauschebart, mit Zepter und Krone und Hermelinmantel. Und das ist aber nur der König in seiner traditionellen Ausformung. Es gibt den König natürlich genauso gut schon als Stammeshäuptling, der überhaupt keine Krone hatte. Es gibt den König aber auch als modernen Manager. Es gibt ihn als Staatsoberhaupt heute. Es gibt ihn als visionären Führer einer Organisation oder einer Bewegung. Es gibt ihn als die modernen Leader, die versuchen tatsächlich gemeinschaftlich auch die Weltheit voranzubringen, die Menschheit. Also auch das ist der Archetypus des Königs, aber in einer kaum noch wiederzuerkennenden Form. Wie wäre der auf der Krönstufe, der König? Ja, da kriegt er ein bisschen Probleme, weil er da ja gerade stark bekämpft wird. Ja, ja, ja. Und trotzdem gibt es auch da natürlich immer die informellen Führer drin. Mhm. Ja, klar. Die dann nicht so in Pomp dastehen können, weil
Du darfst ja nicht führen, ja? Obwohl, du sollst führen, aber du darfst nicht. Genau. Ja. Nee, das ist schon ein spannendes Thema, wie diese Archetypen natürlich jeder trotzdem auch also in den verschiedenen Entwicklungsstufen ihre Qualitäten wandeln und teilweise also irgendwo auch ihren Schwerpunkt haben. Das ist ja auch kein Zufall, dass wir den König eben benennen nach einem traditionellen Bild, den Magier eher benennen nach einem magischen. Da ist eher so das Bild eben genau. Gibt es dann irgendwie den Zauberer, den Gandalf aus Herr der Ringe oder den indianischen Schamanen oder so. Aber dass der genauso gut in einem heutigen Mystiker lebt oder vielleicht sogar auch in einem Wissenschaftler, der auf der Suche nach der Wahrheit ist. Wer sieht darin schon den Archetypus des Magiers? Hm? Ja, das ist spannend. Und ich denke, wenn wir dieses also begreifen, dass die Archetypen sich eben auch, wie alle Bewusstseinsphänomene, durch die Stufen entwickeln und entfalten, dann kann man wirklich fruchtbare Archetypenarbeit treiben und sie nicht daran festmachen. Das ist sozusagen Flachland, wenn man einfach sagt, es gibt den Archetypus des kriegerischen Mannes und der sieht so aus, dass er mit Speer und Bogen dasteht und so. No. Also den kriegerischen Mann, wenn ich ihn in mein eigenes heutiges Leben holen will, dann heißt das halt, dann ist das genau die Frage, wie weit gehe ich für meine Ziele und verfolge tatsächlich konsequent und durchaus dann auch mal mit Ellenbogen das, was ich richtig finde. Das ist dann der Archetypus und ihn bis dahin durchzudeklinieren. Es ist wunderbar, dass du das hineinbringst, denn davon sprechen wir gerade in der integralen Szene ja doch nicht allzu viel, nicht? Von Archetypen. Ich finde es wunderbar. Richtig, die sind so ein bisschen, also Wilber lässt sich relativ wenig darüber aus, aber ich habe auch so ein Gefühl, auch sonst in der integralen Psychologie. Und vielleicht liegt das daran, da sie eben immer so ein bisschen eindimensional daherkommen, also dass da schon ein richtiges Gespür dafür da ist, dass so wie Archetypenarbeit oft gemacht wird, sie dann eben auch leicht rückwärtsgewandt oder beim das faktische Zementieren sein kann. Mhm. Aber dass wir, wenn wir die eben weiterdenken, dann kann dieses unheimliche Potenzial, was ja darin steckt, in der Arbeit mit diesen fantastischen Bildern und den Träumen, den Geschichten und so, dann können wir den ganzen Reichtum davon wirklich entfalten und nutzen und weiterführen. Machst du darüber auch Seminare? Also das ist so einer der genau Impulse, den ich einfach erstmal so in die Welt geben möchte und hoffe, dass sich das so weiterentwickelt. Also zu diesem, wie ich tatsächlich jetzt die Arbeit mit den Archetypen entfalten kann, da bin ich noch nicht ganz reif, ehrlich gesagt, das weiterzuführen. Das finde ich ganz super spannend. Und auch verschiedene. Hast du eine Idee, zum Beispiel, du hast vom König gesprochen, wie die Königin wäre in den verschiedenen Stufen? Mit denen richtig, den weiblichen Archetypen, da wird es nochmal spannend. Weil die kann man ja auch nicht einfach eins zu eins übersetzen jetzt. Da wäre auch die Frage, welche sind so die zentralen Archetypen der Weiblichkeit? Da laufen ja auch verschiedene Modelle rum. Das fände ich ganz spannend. Also das nächste Buch darüber. Ja, dann genau. Hätte ich noch eine Frage. Und zwar habe ich dich ja auch kennengelernt als Seminarleiter, wo du mit Musik arbeitest. Genau. Und durch diese Stufen zu gehen. Einfach eine praktische Frage. Ist da zufällig eine CD in deinem Buch? Nee. Ja, aber das ist sozusagen das Ding, was ich am weitesten als praktische Übung jetzt entwickelt habe, was ich auch seit Jahren immer wieder gemacht habe. Also in Kurzbeschreibung, dass man sozusagen die Aufforderung, die Einladung ist, eigentlich in den Innenraum zu gehen und dann lege ich Musik auf, die ausgewählt ist, gezielt in die oder anschließt, hineinführt in den Zustand dieser verschiedenen Entwicklungsstufen, die ja in uns vorhanden sind. Noch mit ein paar kleinen Kommentaren dazu. Und dann den spontanen inneren Bildern und den äußeren Bewegungen dazu nachzugehen. Und ich habe das mittlerweile ziemlich oft gemacht, also mit Männergruppen, aber auch mit gemischten Gruppen.
mit Männern und Frauen. Und es ist fantastisch, wie das auch bei Menschen, die nie irgendetwas von Entwicklungspsychologie gehört haben, funktioniert. Also was mir nochmal zeigt, es ist einfach, es ist keine Theorie, sondern es ist Realität, die in uns vorhanden ist. Sie muss nur geweckt werden. Ja, und von der musikalischen Seite her, man weiß ja, dass Musik wirkt und dass man mit Musik sowohl heilen kann, als auch Soldaten zum Durchhalten bringen kann. Ja? Also man weiß, ohne dass es jetzt erforscht war, intuitiv, dass Musik bestimmte Wirkungen haben kann, bestimmte verschiedene Musiken verschiedene Wirkungen haben. Ne? Und insofern, wir brauchen dann nichts zu wissen über die Stufen. Wir gehen in Resonanz, wenn man die bestimmte Musik hört. Ne? Und du hast die wirklich gut ausgewählt, sodass man einfach in der roten Stufe, kannst du nicht anders als dann loszugehen, ja, und in der blauen Stufe wird es so ein bisschen heilig, ja, dann setzt du dich eher so in die Öffnung zu dem Transzendenten, ne? wie das durch die Musik ausgedrückt wird. Und das passiert ja im Grunde jeden Tag. Das heißt, die Menschen können auch durch die Auswahl der Musik, die sie hören, können sie auch Einfluss auf sich selber nehmen. Ja, das stimmt. Total spannend, ne? Und wenn ich natürlich dann nur eine Art von Musik höre, ich liebe ja Klassik, aber da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Aber wenn ich nur dieses Dam, 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 Dam für Jahre lang höre, ist das dann nicht so, dass die Gefahr besteht, dass es dich in der Stufe hält, zu der die Musik gehört? Ja, würde ich schon sehen, klar, dass das sozusagen selbstbestärkendes Ding ist, indem ich immer, also wie mit anderen Sachen ja auch, welchen Gewohnheiten ich nachgehe, mit welchen Menschen ich mich umgebe und treffe und so weiter. Also, dass das erstmal selbstverstärkend, selbstbestärkend ist, ja, und einen darin hält. Und klar, die große Frage, was sind eigentlich die Punkte, die Menschen dann zur Weiterentwicklung treiben, ist ja leider immer noch, lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Ne? Nee. Neugier, würde ich sagen. Mhm. Ja, gut, im Positiven Neugier, im Negativen sind es ja häufig dann eben auch Krisen, sozusagen ja. Ein Tritt in den Hintern, dass man nicht da bleiben kann, wo man ist, weil man einfach rausgeschmissen wird und sich weiter umschauen muss. Ja. Und richtig, und dann gehört dazu, dann eine Neugier zu entwickeln, also das nicht nur, weil man kann ja dann aus dieser Krise heraus auch in gerade verharren, sich verengen und sagen, alles so schlimm und ich bin Opfer und sogar regredieren dabei, sondern dann gilt es darum, eben auch dieses Element zu fassen, was gibt es Neues dabei, wo kann ich mich jetzt hin entwickeln? Wie du sagst, eine Neugier zu entwickeln. Ja. Auch in der Krise eine Lust aufs Leben so. Und das da ist es gut, wenn man jemanden hat, der einen Anregung geben kann, ja, dass man nicht alleine in diesen Krisen ist, ja, und dass man dann den Mut hat, zum Beispiel zu solchen Workshops zu gehen und oder sich sonst wie Hilfe holen. Ne? Und das ist so ein Punkt vielleicht noch, der mir auch wichtig ist bei meinem Buch als eine Einladung einfach an Männer, sich ja diese Selbstentwicklung, die Beschäftigung mit sich und auch die Weiterentwicklung, also als was Spannendes, was Wertvolles, was Freudevolles zu erfahren und dann auch zu praktizieren. Ich bin ja immer wieder noch am Rätseln darüber, weshalb denn in all diesen Gebieten, wo es halt um diese Weiterentwicklung geht, um die bewusste Auseinandersetzung, ja, zu drei Vierteln Frauen anzutreffen sind meistens. Weil ich bin seit Jahrzehnten damit tätig, also an mir selber kann ich das schwer festmachen, diese Gründe. Ja. Aber ich glaube mittlerweile als einen starken Punkt, das ist für sehr viele Männer und stimmt, ein Stück weit galt das für mich eben auch lange Zeit, so ist, du sagtest vorhin, genau, klar, auch die Frauen deiner Generation sind dann aufgebrochen, standen dann aber natürlich vor diesen Widersprüchen, kein eindeutiges Bild mehr. Aber da ging es immer darum, es gab etwas zu gewinnen, eine Richtung vorwärts, Neuland entdecken, neue Felder, neue Möglichkeiten auftun. Und ich fürchte, dass für ganz viele Männer, wenn die sehen, ihre bisherigen
Identität und Rollen und Bilder in Frage zu stellen, sie erstmal nur sehen, da gibt es etwas zu verlieren. Ja. Das Privilegien zu verlieren, es gibt Sicherheit zu verlieren, es gibt was abzugeben, zu teilen. Und sie sehen nicht, dass es da etwas zu gewinnen gibt, dass der Weg wohin führt. Weil es auch nicht so deutlich ist, was zu gewinnen ist, nicht? Ja. Richtig, das ist weniger im Äußeren, dass es da eben genau tolle neue Jobs oder Berufsfelder oder Reisemöglichkeiten oder alltägliche Sicherheit zu gewinnen gibt, sondern der Gewinn liegt vor allem im Inneren, mehr Reichtum, mehr Ganzheit zu gewinnen. Ja, ganz zu werden, wie der Titel deines Buches ist. Richtig. Ja, wir sind jetzt bald am Ende der Stunde. Kannst du noch darüber sprechen, wo man dein Buch bekommen kann und was sonst noch zu sagen ist, bevor wir aufhören. Ich kann es ja noch mal überhaupt, also so sieht es aus. Ein ganzer Mann. Und also ist erschienen im Verlag Tradition. Das heißt aber, wo es zu bekommen ist, ist überall. Das heißt also in Buchhandel, online oder sonst wo, aber speziell auch beim Verlag direkt. Genau. Ich werde auch einen Link in die Seite, die ich für dich habe, einen Link mit aufnehmen. Und auch, du hast vorhin noch von was anderem gesprochen, diese vier Krieger und Magier, diese vier Archetypen waren das, glaube ich. Da hast du auch jemanden genannt, dass du mir das auch zusendest und dann kann ich das auch aufnehmen in die Seite, sodass dann alles beieinander ist. Also klar, gehe ich auch im Buch ja ausführlicher drauf ein. Ah, okay, gut. Kauf das Buch, dann hast du die Info. Moore und Gillette, also das sind zwei Jungianer, die, ich weiß gar nicht wann, in den 70er Jahren, glaube ich, also ist so ein Klassiker, die überlege jetzt genau den Titel. Ich glaube, also meines Wissens ist es im Deutschen auch vergriffen. Ich kann ganz gut Englisch lesen, hat es da, also Four Archetypes of Masculinity. Und die ziehen sich aber durch mit Versuchen, die leicht abzuwandeln. Aber ich denke, Archetypen sind halt Archetypen. Da kann man nicht dran rumspielen und weitere dazu erfinden. Ja. Ja, sehr schön. Wir sind das. Dann danke ich dir erstmal dafür und dass wir miteinander, es ist spannend. Also ich lerne immer was dazu, wenn ich mit Menschen spreche über deren Themen. Das ist wunderbar. Und bevor wir Schluss machen, ist da noch irgendwas, womit du die Zuhörerschaft beglücken möchtest als Schlusswort? Ja, einfach die Einladung, sich auch den Weg zu machen. Ja. Und auch bleiben. Und die Früchte kommen, die werden kommen. Ja, wunderbar. Ja, dann danke nochmal dir, danke die Zuhörer und kommt doch auf unsere Webseite thewisdomfactory.net und da haben wir sehr viel auf Englisch, aber auch zunehmend auf Deutsch. Und interessante Themen von meistens mit Menschen gesprochen, die vom, wie sagt man so schön, integrally informed, wie sagt man da auf Deutsch? Die integral also, informiert. Ah ja, genau. Also manchmal mit dem Englisch und dem Deutschen ist noch ein bisschen. Ja, und deswegen ist es wirklich ein anderes Niveau als Kaffeegespräche irgendwo. Ja, und insofern... Ich danke allen, die mitmachen, sowohl aktiv als auch passiv dann zuhören. Und ihr könnt auch aktiv sein. Ihr könnt euch an uns wenden, zum Beispiel in Deutschland oder wenn ihr in Österreich und der Schweiz seid, im integralen Forum beitreten oder an mich wenden, wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne besprechen möchtet, öffentlich. Und ja, für den YouTube-Kanal subscribe und euch registrieren und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, es gibt einen Newsletter auf der thewisdomfactory.net. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Herzlichen Dank, liebe Heidi. Tschüss. Tschüss.